Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung des königlichen Wissens. Beim Airthings Masters stehen die vier Halbfinalisten fest. Levon Aronian, Temur Rajabov, Maxim Vashilagraf und der vierte ist entweder Daniel Dubov oder Magnus Carlsen. Das erfahrt ihr nach diesem Video. Ich hatte schon berichtet, das erste Set im Viertelfinale, da hatte ich die Höhepunkte gezeigt zwischen diesen beiden Großmeistern. Fantastische Partien und es wurde noch geiler am zweiten Viertelfinaltag. Die Partien waren wirklich fantastisch, die beiden absolviert haben. Ich konzentriere mich jetzt aber nur auf die dritte Partie. Gehen wir rein. Dubov hat Weiß. Beginnt hier mit D4. Der Weltmeister antwortet mit Springer F6, C4, E6, Springer F3, D5, G3. Die katalanische Partie. Dubov spielt in letzter Zeit regelmäßig katalanisch. Hat er zum Beispiel auch diese unglaublich schöne Partie gespielt gegen David Anton. Hatte ich analysiert auf dem Kanal. Auch beim Airthings Masters in der Vorrunde. Carlsen spielt hier Läufer B4 Schach. Springer BD2. Es gibt gegen katalanisch so wahnsinnig viele Züge. Ich werde mich jetzt in der Eröffnung nicht mit der Theorie befassen so richtig. Es gibt einfach unfassbar viele Möglichkeiten inzwischen in diesem katalanischen Universum. Man kann natürlich auch mit Läufer D2 hier das Schach abwehren. Ne? Aber Springer BD2 kann man auch spielen. Logisch. D schlägt C4. Schwarz gönnt sich den Bauern. Läufer G2. A5. Das ist ja häufig so, dass Weiß im Katalanen erstmal einen Bauern opfert, dafür halt einen extrem starken Läufer bekommt, hier auf dieser Diagonale und auch ein bisschen Entwicklungsvorsprung. Ne? A3. Greift den Läufer an. Läufer schlägt D2. Läufer schlägt D2. B5. Sehr riskantes Spiel von Schwarz. Carlsen vernachlässigt die Entwicklung. König steht in der Mitte. Und dafür schiebt er aber hier seine Bauern am Damenflügel alle vor. Hält den Bauern C4 erstmal. Ne? A4. Ganz typischer Zug, mit dem diese Struktur angegriffen wird. Schwarz versucht mit C6 die Struktur hier intakt zu halten. Dame C2. Bringt die Dame ins Spiel. Läufer B7. Und hier, was ist ein normaler Zug hier, Leute? Wenn ihr so drauf guckt. Für mich ist Rochade hier ein stinknormaler Zug. Klar, König in Sicherheit bringen, goldene Eröffnungsregeln, ne? Normale Züge. Aber was scheren sich die absoluten Top-Großmeister manchmal um goldene Regeln? Dubov spielt hier H4, schiebt den H-Bauern vor. Okay, warum nicht? Die Idee ist, H5, H6, den Königsflügel von Schwarz zu attackieren. Super kreativ, wie üblich, vom russischen Großmeister. Wir sind hier übrigens schon außerhalb der Theorie, das heißt, es gibt hier keine Vorgänger zu dieser Stellung. Die beiden sind auf sich alleine gestellt, beziehungsweise vielleicht haben sie es ja vorher analysiert. Springer BD7, H5. Möchte hier H6 spielen, ne? Wie gesagt, um hier diese Struktur zu schwächen, die schwarzen Felder. Deswegen spielt Schwarz selbst H6 und stoppt den H-Bauern. Springer E5, sehr logisch, greift den Bauern C6 an. Hier gibt es aus meiner Sicht zwei Optionen. Man könnte den Springer schlagen, damit der starke Springer von E5 verschwindet und dann den Springer auf D5 stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Stattdessen spielte Carlsen allerdings Springer D5. Blockt den Läufer hier auf G2. Ne? Der guckt auf den Springer drauf. Und hier steht der Springer natürlich schön auf D5. Weiß aktiviert jetzt den Turm. Turm H4 auf die vierte Reihe. Natürlich liebäugelt Dubov früher oder später mal mit Turm G4, um den Bauern G7 zu attackieren. Das ist natürlich typisch, wenn man H4, H5 spielt, den Bauern vorstößt, dann den Turm auf der vierten Reihe aktivieren und G7 attackieren. Springer 7, F6. König F1. Dubov entscheidet sich letztendlich, dass der König nicht in der Mitte bleiben kann und bringt ihn nach G1, so eine Art künstliche Rochade, kann man dazu sagen. Carlsen spielt auch sehr kreativ in dieser Partie und verzichtet auf die kurze Rochade. Ich denke, hier wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um kurz zu rochieren. Und dann sollte man sich zeigen lassen vom Gegner, ja, was hast du vor gegen meinen König? Ich stelle ihn erstmal dort sicher und verbinde natürlich die Schwerfiguren auf der achten Reihe. Aber Carlsen verzichtet, wie gesagt, auf die Rochade, spielt Dame C7. König G1. Spätestens hier hätte Carlsen zur kurzen Rochade greifen sollen, wobei nach Dame C1 leuchtet schon so ein bisschen Läufer schlicht H6 die Idee auf hier. Ne? Definitiv hat Weiß hier schöne Kompensation und kann vielleicht am Königsflügel attackieren. Gut, Carlsen spielte hier aber Springer B4, greift die Dame an,
Dame C1, die geht zurück. Dem Computer gefällt das nicht so ganz hier, was Carlsen macht, also Stockfisch, und plädiert dafür, geben wir dem Springer bitte wieder zurück, der stand dort gut, aber nein, Carlsen hatte seine eigenen Ideen und spielt hier Turm D8. Hier kann Weiß schon einen relativ großen Vorteil erlangen, wenn er B3 spielt und die schwarze Struktur hier komplett aus den Angeln nimmt. Aber Dubov, man muss bedenken, dass hier natürlich eine Menge Geschichten drohen, auch wenn die C-Linie sich öffnet, ne? B3 wäre sehr stark gewesen in diesem Sinne. Aber Dubov spielte A schlägt B5. Der hatte anderes im Sinn. C schlägt B5. Hier könnte man Läufer schlägt B7 spielen. Dame schlägt B7 und dann den Bauern hier den Bauern zurückgewinnen. Aber das wollte Dubov nicht. Der wollte nicht seinen schönen Läufer geben auf G2. Er spielte Läufer schlägt B4 stattdessen. Verfolgte andere Ziele. A schlägt B4 und jetzt Turm A7. Und er verließ sich darauf, dass diese Fesselung des Läufers auf B7 und der gleichzeitige Angriff auf den Läufer sehr, sehr stark für ihn ist. Tatsächlich steht Schwarz aber nach Springer D5 völlig okay. Der Springer blockiert wieder diesen Läufer hier, ne? Jetzt kommt aber Turm G4, das, was Dubov die ganze Zeit vorbereitet hatte, und er greift den G7 an. Turm G8 deckt den Bauern. Der Turm steht allerdings sehr passiv auf G8. Dame C2, sehr logischer Zug. Würde gerne nach H7 rein, um den Turm zu attackieren. Jetzt kommt aber Carlsen auf der anderen Seite, C3. Schließlich hat ja Schwarz einen Bauern mehr und den setzt er in Gang. C3, B schlägt C3, B schlägt C3. Und wir sehen, Schwarz hat hier natürlich einen extrem starken Freibauern, gedeckt auch noch von Springer und Dame. Und da ist noch ein Freibauer, ne? Verbundene Freibauern sind unheimlich stark. Weiß könnte hier noch das Gleichgewicht halten, wenn er sowas wie Dame H7 spielen würde. Aber die Varianten sind unheimlich kompliziert, denn nach Turm F8 ist nicht klar ersichtlich, wie Weiß den Bauern aufhalten soll. Der Stockfisch zeigt komische Varianten an, die man als Mensch hier ja, in einer Schnellschachpartie definitiv nicht in Betracht zieht. Stattdessen spielte hier Weiß Turm A3. Greift den Bauern ein zweites Mal an. Und eine der Ideen ist hier zu schlagen und dann auf C3 zu schlagen. Natürlich gibt Carlsen den Bauern nicht so einfach her. Turm C8. Springer D3. Eine Idee ist natürlich hier die Umgruppierung. Eine andere Idee ist auch dieses Feld hier zu kontrollieren. Springer F6 greift den Turm an. Läufer schlägt B7 Zwischenzug. Dame schlägt B7. Und hier kam jetzt ein großer Fehler von Dubov. Es kann natürlich sein, dass er sich verrechnet hat. Beziehungsweise ich denke mal, dass er es gesehen hatte, was jetzt kommt, wenn er Springer C5 spielt. Kommen wir gleich zu. Er hätte hier Turm F4 spielen sollen. Turm F4, B4, Turm B3, Springer D5, Turm F3, F5, Springer C5. Das ist die Variante, die ich mit Stockfisch, die mir Stockfisch anzeigt. Und Schwarz hat immer noch einen Bauern mehr. Und man könnte meinen, so aus menschlich, wenn ich so auf den ersten Blick denke, ich, Schwarz steht hier klar besser. Weil der Springer, es steht da zentral, deckt seinen Freibauern hier. Ne? Allerdings, aus irgendeinem Grund steht Weiß noch hier, kann Weiß hier noch mithalten. Vermutlich, weil der schwarze König noch in der Mitte steht und der Turm auf G8 nicht mitspielt. Ich denke mal, E4 ist hier ein sehr gefährlicher Zug, wenn er dazu kommt, der Weiße. Es kann sein, dass sich hier Dubov verrechnet hat oder das falsch eingeschätzt hat. Er spielt aber Springer C5. Und Springer C5 ist aber ein grober Fehler. Ein taktischer Fehler. Was würdet ihr hier mit Schwarz ziehen? Ihr dürft nicht vergessen, der weiße Turm hier ist immer noch angegriffen. Deswegen ist es sehr stark hier, Turm schlicht C5 zu spielen. D schlicht C5, Springer schlicht G4. Und Schwarz hat einfach mal einen Springer mehr. Und einen Bauern. Also riesigen materiellen Vorteil. Ne? Ich weiß nicht, ob Dubov das nicht übersehen hat. Auf jeden Fall spielt er jetzt C6. Dame schlägt C6, Carlsen lässt sich nicht beirren. Turm schlägt C3, Dame B6, droht Dame schlägt F2, König A1 und dann Dame H2, Schachmatt. Deswegen spielt hier Dubov E3, blockiert die Diagonale. Carlsen, man muss bedenken, beide waren jetzt natürlich relativ in Zeit und hatten vielleicht so ein, zwei Minuten auf der Uhr. König E7, starker Zug. Endlich möchte er den Turm aktivieren, na, der gar nicht mitspielt die ganze Zeit. Turm C6. Dubov lässt aber nicht locker, er gibt nicht auf. Turm C6, greift die Dame an. Dame D8.
Dame C5 Schach. Greift den König an. König F6. Steht natürlich ein bisschen komisch hier, der König. Aber ein anderes Feld gab es nicht. König E8 kommt natürlich, Turm C8. Und das kostet die Mama. Das ist natürlich Quatsch. Nee, König F6. Turm D6. Greift die Dame. Jetzt kritischer Moment, entscheidender Moment. Wo würdet ihr hingehen hier mit der Dame? Ich gebe euch eine Möglichkeit von zwei. Ich gebe euch zwei Züge zur Auswahl. Geht ihr nach E7 oder geht ihr nach A5? Was macht ihr hier? Könnt ihr gerne pausieren. Ich zeige euch den Zug. Der gewinnt. Der Zug Dame A5 gewinnt hier. Die Idee ist simpel. Schwarz möchte matt setzen. Ne? Dame E1 Schach und so weiter. Dame schlägt F2, gefolgt und dann wird es hier unten matt. Ne? Weiß hat hier nicht genug Zeit für das Gegenspiel. Zum Beispiel Dame D4 Schach. Der König kann wirklich nach G5 laufen. Dame F4 Schach. König schlägt H5. Und der König steht relativ sicher jetzt auf H5. Es kann nichts passieren. Okay, es gibt noch Dame schlägt F7 Schach. G6 wird geblockt. Das Problem ist hier der Gegenangriff von Schwarz. Es droht halt sehr viel. Ne? Deswegen müsste Turm D1 kommen, um das Schach zu verhindern. Aber hier kommt jetzt Turm D8, greift den Turm auf D1 an. Der Turm ist auch noch gedeckt. Und Weiß hat hier kein Schach. Schwarz droht Schach. Er steht auf Gewinn. Carlsen allerdings spielte hier Dame E7 und das ist ein großer Fehler, denn jetzt gewinnt Weiß. Allerdings, wie? Das müssen wir noch herausfinden. Natürlich kommt jetzt die Dame D4 Schach, der König steht hier schlecht. König G5. Jetzt seid ihr wieder dran. Ich gebe euch wieder zwei Züge zur Auswahl. Einer gewinnt, der andere verliert. Entweder Dame F4 Schach oder F3. Ihr könnt das Video pausieren und könnt mal gucken, ob ihr den Gewinnzug findet. Dame F4 Schach verliert. König schlägt H5. F3. Springer F6. G4 Schach. König G6. Und der König haut ab. Na? Passiert nichts. Der Zug, der gewinnt und den fand Dubov, ist F3. Greift den Springer an. Hier. Es droht Dame schlägt G4. Beziehungsweise es droht Dame F4 Schach, König schlägt A5, Dame schlägt G4 matt. Und hier gibt es keine Verteidigung mehr für Schwarz. Carlsen hatte ganz wenig Zeit nur noch hier und spielte dann irgendwann F5 mit ganz wenigen Sekunden auf der Uhr. Es ging weiter mit F schlägt G4, Dubov nimmt einfach den Springer weg. Turm C8, das ist noch ein Fehler, allerdings in verlorener Stellung, deswegen müssen wir hier nicht alternative Züge finden. Jetzt oder alternative Züge analysieren. Jetzt seid ihr wieder dran. Matt in zwei Zügen. Wer gewinnt hier? Weiß. Matt in zwei Zügen. Er gewinnt mit Dame F4 Schach, König F6 und jetzt das wunderschöne Matt. Mann. Dame schlägt F5. Na? Der Bauer ist gefesselt. Der König kann nirgendwo hinfliehen. Na? Hier kann er nicht zurück. Das ist Schachmatt. Ja, eine wunderschöne Partie hier von Daniel Dubov. Sieg gegen Magnus Carlsen in dieser dritten Partie des zweiten Sets des Viertelfinales. Und damit qualifizierte er sich vorzeitig für das Halbfinale, denn er hatte schon die erste Partie gewonnen des zweiten Sets. War auch eine sehr spannende Partie. Und die zweite Partie endete Remis. Das heißt, er lag schon mit 2,5 zu halb vorne. Die vierte Partie musste nicht mehr gespielt werden. Und nach dem Sieg streckte er auch richtig die Arme hoch und Magnus Carlsen verschwand direkt in den Hintergrund, war total enttäuscht. Ja, Riesensieg von Daniel Dubov gegen den Weltmeister. Tolle Partien, die wir bisher sehen vom jungen russischen Großmeister. Natürlich würde ich auch andere Partien gerade zeigen auf dem Kanal, aber es sind die besten Partien und es sind auch fantastische Partien, die der junge Russe spielt und er hält uns bei Laune. Er spielt voll auf Sieg, egal gegen wen. Und es macht richtig viel Spaß, ihm zuzuschauen und seine Partien im Anschluss auch noch zu analysieren. Ich denke, ihr denkt genauso, oder? Was meint ihr? Ja, ihr habt ja schon genug kommentiert, auch ich denke, wir sind auf einer Wellenlänge gerade. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen guten Rutsch zu wünschen. Na, feiert schön heute Abend oder na, wie auch immer. Kommt gut rein. Gesund vor allen Dingen. Ne? Und ja. Morgen geht es dann weiter hier auf diesem Kanal. Ganz normal, ne? Mit Airthings Masters, Analysen etc. Bis dann, macht's gut.